Herzlich willkommen zum zweiten Teil der ATR-Videoreihe im Microsoft Flight Simulator. Und wir haben uns im letzten Teil ja schon ausführlich angeguckt, wie wir unseren Flieger vorbereiten. Unser rechter Propeller läuft ja auch schon so gesehen. Und jetzt müssen wir ihn nur noch zum Drehen bringen, müssen den anderen Propeller noch anschmeißen und dann können wir uns schon aufmachen zur Startbahn. Wir verlieren also keine weitere Zeit, hüpfen ins Cockpit und legen direkt los. Im letzten Teil haben wir unseren rechten Propeller im Hotel-Modus ja schon gestartet. Das heißt, den müssen wir jetzt gar nicht mehr richtig starten. Wir müssen ihn eigentlich nur noch physisch zum Rotieren bringen. Was wir dafür einfach machen ist, wir nehmen die Propellerbremse einmal raus. Dann sollte hier auch das blaue Licht ausgehen. Und wenn wir jetzt einmal nach draußen gucken, seht ihr, der Propeller fängt sich auch direkt an zu drehen. Ist aber ja nach wie vor nur im Feather-Modus. Um ihn jetzt noch richtig zum Laufen zu bringen, bringen wir den Condition Lever jetzt noch einmal eine Stufe nach vorne in die Autoposition. Und da können wir ihn jetzt auch den ganzen Flug überlassen. Ihr seht, hier bekommen wir eine Low-Pitch-Indication. Das ist auch genauso gewollt. Und ihr könnt hier entsprechend jetzt sehen, wie die Parameter hochdrehen und unsere Turbine langsam startet. Damit haben wir jetzt einen wunderbar funktionierenden zweiten Motor. Wir können wieder zurück ins Overhead-Panel gehen. Ihr seht auch, die Indications hier mit den Fortlights sind entsprechend ausgegangen. Und jetzt müssen wir noch das linke Triebwerk starten. Wir gehen also hier wieder auf die linke Engine Fuel Pump, schalten die an. Dann geht der Engine Start Switch auf Ignition A und B. Und dann drücken wir hier auf Start 1. Dann gehen wir wieder nach unten, warten hier auf ungefähr 10% NH. Wenn wir das haben, gehen die Condition Lever auch auf der linken Seite einmal auf Feather und dann passiert das gleiche wie vorhin. Hier seht ihr die Start Indication und dann warten wir jetzt hier, bis unser Torque so bei ungefähr 5,8% eingependelt ist. Das soll dann ungefähr so aussehen wie hier auf der rechten Seite. Und sobald das der Fall ist, ihr seht, das spult jetzt auch nochmal einen kleinen Ticken höher, geht dann aber auch danach wieder runter, genauso wie die ITT. Und wenn sich das stabilisiert hat, dann geht er hier auch noch in die Autoposition. Dann kommt auch hier die Low Pitch Indication dazu. Unser Triebwerk fährt wunderbar hoch. Wir würden wieder nur eingreifen, wenn es irgendwie nötig wäre. In dem Fall schaut das aber alles sehr, sehr gut aus. Und wir können die After Start Items machen. Dazu geht es zurück ins Overhead Panel. Und jetzt gilt es prinzipiell einfach, alle weißen Lichter auszuschalten. Erstmal geht der Engine Start Switch natürlich zurück in die Off-Position. Dann müssen wir unseren linken DC Generator jetzt noch mit dazu schalten, weil auch von links kommt er jetzt Strom. Genauso wie den linken AC Wildbus, beziehungsweise den AC Wildbus 1. Und dann haben wir hier noch ein paar weiße Lichter, das Probe Heating schalten wir noch mit an und die Hydraulikpumpen schalten wir noch mit an. Und dann seht ihr, haben wir jetzt alle weißen Lichter ausgemacht. Wir haben keine gelben oder roten Indikationen mehr. Das ist beim Airbus oder auch bei der ATR immer das Zeichen dafür, dass man alles richtig gemacht hat. Dann gehen wir wieder raus aus dem Overhead Panel, gucken jetzt nochmal, dass unsere Trimmung korrekt gesetzt ist. Das ist der Fall. Die Klappen können wir noch eine Stufe ausfahren auf Flaps 15. Die ATR hat drei Stufen, Flaps 0, Flaps 15 Grad und Flaps 30 Grad. Flaps 15 ist immer für den Takeoff. Das ist also jetzt das, was wir brauchen. Und dann können wir uns schon in das Before Taxi Procedure reinlesen. Und zwar, unser Flight Warning System ist gecheckt. Unsere Cockpit Com Hatch ist geschlossen. Was ist die Cockpit Com Hatch? Das ist eine kleine Luke, die wir hier aufmachen können, um mit der Ground Crew draußen zu kommunizieren. Wichtig ist natürlich, dass wir die vorm Start einmal schließen. Und deswegen steht das hier auch in der Checkliste mit drinnen. Dann unser Condition Lever 1 and 2, die haben wir auf Auto gestellt. Da bleiben sie jetzt auch die ganze Zeit. NTIs brauchen wir am heutigen Tag nicht. Sonst hätten wir das jetzt auch noch mit dazu geschalten. Unsere TRU, die Transformer Rectifier Unit, die sehen wir jetzt hier. Ihr seht auch, dass die ATR wieder gleich den richtigen Bildschirm aufruft. Die ist auf On. Das können wir also einmal abhaken. Dann unser Anti-Skid-Test, den haben wir gemacht. Können wir auch abhaken. Die Flaps sind auf 15 Grad und das Nose-Wheel-Steering ist gecheckt, beziehungsweise wir gucken einmal, dass das auf On steht. Das finden wir hier auf der linken Seite. Wenn der Switch aber zu ist und geguardet ist, dann ist das so, wie es sein soll. Müssen wir auch normalerweise nicht anfassen. Dann ist das Before Taxi Procedure completed und dann können wir uns jetzt hier wieder die Map aufmachen, von der ich im letzten Video schon mal gesprochen habe, um uns das ein bisschen beim Taxi zu vereinfachen. Und dann starten wir jetzt mit unserem Powerback. Ein Powerback ist, wie es der Name schon sagt, ein quasi Zurückschieben ohne Pushback-Truck. Und zwar können wir bei der ATR auch legal unsere Propeller in den Reverse bringen und damit sozusagen rückwärts rollen. Das ist gerade an Flughäfen, die kein passendes Ground Equipment da haben oder vielleicht auch relativ schwach ausgestattet sind, immer ein tolles Feature, wenn man das machen darf. Das darf man im Airliner ja nicht. Hier in der ATR dürfen wir es. Wir können also hier die Parkbremse jetzt einmal lösen, haben dafür natürlich längst die Clearance vom Lotsen erhalten, machen auch jetzt schon mal das Taxi-Light an, dass jeder weiß, okay, das Flugzeug bewegt sich auch und dann bringen wir die Propeller einfach in den Reverse.
lassen die Bremse los und dann seht ihr, der Flieger rollt rückwärts. Das muss man jetzt auch gar nicht übertreiben, man muss das gar nicht bis hinter auf die Taxilinie machen, sondern es geht jetzt vor allem darum, dass wir den Flieger einfach ein Stückchen hier von seinem ursprünglichen Platz wegbekommen, um da dann entspannt rechts rum oder links rum rausdrehen zu können. So soll uns das schon genügen, dann gehen wir wieder auf Idle und wenn wir jetzt unsere Taxi-Clearance haben, dann drehen wir einmal hier rechts herum raus und machen uns dann auf den Weg zur Startbahn. Wenn wir rausrollen, können wir unser Wetterer dafür nachher schon mal auf Standby stellen, dass das entsprechend schon mal starten kann, ohne dass es aber direkt schon Radarwellen aussendet. Nur, dass es dann nachher für den Takeoff direkt zur Verfügung steht. Und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen aufpassen, ist ein bisschen abschüssig. Entsprechend schnell wird der Flieger nämlich auch beschleunigen. Und dann geht es jetzt hier gleich einmal rechts rum noch auf den Taxiway Alpha und dem folgen wir dann bis hinter zum Holding Point für die Runway 24. Ihr seht jetzt, der Flieger hat nicht automatisch das Taxi-Procedure hier getriggert. Das ist aber auch vollkommen richtig so, denn dass das passiert, müssen wir einmal hier auf den Takeoff-Config-Test-Knopf drücken. Dann seht ihr hier unten Takeoff-Inhibit-Leuchten. Das heißt, es ist alles okay. Die Takeoff-Inhibit-Phase, wie wir sie aus dem Airbus kennen, ist jetzt hier auch aktiv geschaltet. Und jetzt seht ihr hier auch das Procedure entsprechend angezeigt. Wir warten jetzt aber noch einen kleinen Moment, rollen erstmal zum Holding Point, weil wenn man textelt und gleichzeitig den Checkliste liest, dann endet man meistens in der Wiese. Und das wollen wir heute ja möglichst vermeiden. Dann halten wir hier am Holding Point einmal kurz an, setzen unsere Parkbremse, dass sich der Flieger auch nicht selbstständig macht und dann können wir jetzt hier in Ruhe ins Procedure reingehen. Before Takeoff, Takeoff Briefing ist performed. Dann unser Gastlog, jetzt ganz wichtig, einmal nach vorne, ansonsten haben wir gleich nicht die Möglichkeit unsere Flight Controls zu bewegen. Die Flight Controls, die checken wir jetzt auch einmal direkt, gucken einmal in der Außenansicht, dass wir das alles auch frei bewegen können, das ist der Fall. Dann können wir die zwei Punkte schon mal abhaken. Weiter geht's mit dem Transponder und dem TCAS. Den Transponder haben wir ja schon eingeschalten. Das TCAS funktioniert hier automatisch, da müssen wir nichts machen. Bestätigen das einmal und dann fragt er uns hier jetzt noch nach Airflow. Das ist alles grün, also alles normal. Können wir auch checken. Dann gehen wir einmal nochmal kurz ins Overhead-Panel. Gucken jetzt, dass wenn wir es bräuchten, die Engine Bleed entsprechend noch ausschalten würden. Das würde dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Performance für den Takeoff zur Verfügung haben. Bei uns in Paderborn ist die Bahn jetzt so lange, dass wir die nicht ausschalten müssen. Aber das würden wir jetzt ansonsten einmal machen. Und dann für den Lineup machen wir noch einmal die Strobe Lights an, die Landing Lights an und dann lesen wir noch das Procedure zu Ende. Cabin Crew is advised. Cabin Crew prepare for departure. Engine Bleed. Engine Bleed ist on. Exterior Lights haben wir gesetzt. Lateral Flight Director Bar ist centered und Rudder Cam ist auch centered. Das machen wir gleich auf der Runway noch einmal. Damit ist das Procedure completed. Wir können hier auf das Navigation Display wechseln, die Parkbremse wieder lösen und auf die Bahn rollen. Der Approach Sektor ist clear. Der Departure Sektor ist auch clear. Die letzten beiden Punkte auf der Checkliste haben gemeint, dass wir einmal gucken müssen, dass unser Flight Director hier wirklich auch genau durch die Mitte geht. In dem Fall können wir das Heading nochmal so ein ganz kleines bisschen anpassen, dass das auch wirklich übereinstimmt. Jetzt seht ihr, es ist genau in der Mitte und damit haben wir die Checkliste fertig und jetzt hält uns nichts mehr ab vom Takeoff. Und bevor wir jetzt den Takeoff starten, drücken wir gleich hier einmal den Chrono-Knopf. Damit starten wir dann hier die Stoppuhr. Wenn man es vergisst, ist das cool in der ATR, dann startet das auch automatisch. Und ansonsten müssen wir gleich unseren Schubhebel erstmal auf 50% stellen. Dann gucken wir, dass die Triebwerke gleichmäßig und stabil hochlaufen. Und dann bringen wir den Schubhebel hier vorne in diesen weißen Bereich, die sogenannte Notch. Und von dort aus kümmert sich dann der Flieger darum, dass hier das adäquate Power-Setting an den Triebwerken anliegt. Das kann man leider hier oben ein bisschen schlecht sehen. Man kann es zwar hier am FMA dann ablesen, aber meistens muss man halt so ein bisschen nach unten gucken. Deswegen nicht wundern, wenn wir jetzt so ein bisschen komisch hoch und runter gucken hier während dem Takeoff. Dann schieben wir 50% rein, das müsste ungefähr hier sein, gucken, dass die Triebwerke hochlaufen, das schaut so aus und das ist auch stabil und dann gehen die Schubhebel in die Notch. Hier oben könnt ihr die Indication der Notch sehen und dann haben wir die Takeoff Power gesetzt, Airspeed Alive. Und wichtig ist auch einmal hier zu checken, dass das grüne Armlicht leuchtet, weil falls das nicht der Fall ist oder falls wir jetzt eine Warnung bekommen würden, würden wir den Start natürlich abbrechen. V1 und Rotate. Positive Climb. Gear up.
Und dann seht ihr, LNAV und VNAV wird direkt aktiviert. Der Flieger ist also umgeswitcht, so wie es sein soll. Und dann fliegen wir jetzt erstmal mit ungefähr diesem Pitch und Power Setting bis auf 1000 Fuß über Grund. Da machen wir dann unsere Acceleration. Und wenn die Trimmung euch noch nicht ganz so passt, dann könnt ihr die Trimmung natürlich ganz normal mit eurem Trimrad anpassen. Nicht wundern, wenn ihr die Trimmung für länger als eine Sekunde drückt, dann kommt ein komisches Geräusch oder für den Anfang zumindest erstmal ein komisches Geräusch, bei dem man manchmal erschrickt. Nämlich dieses Geräusch hier. Nicht wundern, das ist nur die Trimmung, die uns warnt, dass sie gerade über eine Sekunde in eine bestimmte Richtung gewandert ist. So, dann sind wir auf 1500 Fuß über Grund. Hier machen wir unsere Acceleration. Der Einfachheit halber nehmen wir schon mal den Autopiloten mit dazu. Dann können wir jetzt hier wieder auf Speed Managed gehen. Das heißt, der Flieger kann sich wieder um die Geschwindigkeit kümmern. Und hier wählen wir jetzt beim Power Management einmal Climb aus. Damit seht ihr, beschleunigt der Flieger automatisch auf 170 Knoten. Wir sind überhalb der F-Speed, können also die Klappen einfahren. Flaps 0, Speed checked. Flaps 0. Machen das Taxi and Takeoff Light einmal aus. Und dann seht ihr hier, der Flieger hat erkannt, dass wir gestartet sind. Schlägt uns hier auch direkt das After Takeoff Procedure vor, in das wir einmal reingehen. Und zwar After Takeoff Gear ist up. Flaps sind auf 0. Power Management ist auf Climb. Engine Bleed ist auf On. Und die Taxi and Takeoff Lights sind auf Off. Dann können wir bis dahin die Checkliste schon mal abhaken. Und dann fehlt jetzt gleich noch das Umstellen der Altimeters. Da warten wir aber noch, bis wir auf 5000 Fuß sind, die wir jetzt gleich erreicht haben. Das war unsere Altitude-Warnung, dass wir also gleich die eingedrehte Höhe erreichen. Und wir haben jetzt vom Lotsen direkt die Clearance bekommen, weiterzusteigen auf Flight Level 190. Die drehen wir also einmal ein, gucken, dass sie hier oben auch entsprechend angezeigt werden. Und der Flieger steigt weiter mit VNAV und LNAV auf die eingedrehte Höhe, so wie das sein soll. Jetzt können wir hier noch einmal den Kartenmodus ändern. Ich persönlich nutze immer diesen Arc-Mode hier ganz gerne. Dann müssen wir noch einmal gucken, dass wir hier auch auf der richtigen Flightplan-Page sind. Und dann sehen wir das hier auch alles richtig angezeigt. Sehr schön, wir sind über 5000 Fuß. Dann können wir das QNH noch auf Standard stellen. Dafür hier einmal den Knopf reindrücken. Standard cross-checked passing flight level 59er. Now haben wir auch hier auf dem Standby-Instrument. Und der erste Offizier hat es bei sich auch noch einmal gecheckt. Ist auch drin. Und da sind wir wunderbar unterwegs. Wenn wir jetzt vom Lotsen einen Direct bekommen, dann können wir einfach hier unten auf die Direct-To-Funktion gehen und dann zum Beispiel den Wegpunkt Warburg auswählen, das Ganze mit Execute bestätigen und dann seht ihr, der Flieger geht automatisch mit einem Direct zu dem Wegpunkt hin. So, die Altimeters haben wir umgestellt, dann können wir das Procedure hier auch noch einmal abhaken. Procedure is completed und damit haben wir wieder kein aktives Procedure. Der Flieger steigt das ganz normal bis auf Reiseflughöhe und jetzt können wir auch mal ein bisschen die Aussicht genießen. Dann nähern wir uns langsam aber sicher den 10.000 Fuß. Auf 10.000 Fuß schalten wir dann zum einen hier oben die Landing Lights aus und zum anderen gucken wir einmal raus, was sagt das Wetter vor uns. Aktuell schaut es relativ entspannt aus, dann können wir auch die Kabine schon abschnallen und wir müssen natürlich auch jetzt auch immer so ein bisschen ein Auge auf die Wolken haben. Hier unten in diesem Display könnt ihr sehen, wie die Temperatur außen ist. Momentan haben wir eine Total Air Temperature von minus 6 Grad und eine Static Air Temperature von minus 11 Grad. Sobald wir eine TAT von kälter als 10 Grad plus oder eine SAT von wärmer als minus 40 Grad Celsius haben und Invisible Moisture sind, das heißt in sichtbarer Feuchtigkeit, sprich Wolken, Nebel oder sowas, dann müssten wir das NTIs entsprechend dazuschalten. In unserem Fall sind wir jetzt ja gerade nicht Invisible Moisture, brauchen das also auch nicht umstellen. Ansonsten nicht wundern, dass unser Flightplan hier aktuell in Gelb ist, da hat sich gerade was aufgehangen, das resette ich dann gleich noch einmal, dann sollte das wieder passen, aber ihr seht, der Flieger fliegt schön im LNAV und VNAV unserem Flugpfad hinterher. Wir müssen auch am Power Setting jetzt nichts mehr machen. Wir lassen also jetzt bis zum Reiseflug den Flieger die ganze Zeit hier in der Notch drinnen und das Einzige, was wir dann auf Reiseflughöhe noch machen, ist dann hier den Power Management Schalter noch einmal von Climb auf Cruise umstellen. Ansonsten empfiehlt es sich auch immer noch im Flug die Range ein bisschen zu erhöhen. Das können wir hier unten machen mit den Plus- und Minus-Knöpfen. Mit Plus können wir rauszoomen, mit Minus können wir reinzoomen und wenn wir dann ein bisschen rausgehen, dann seht ihr jetzt schön, wir fliegen noch bis nach Warburg, dann geht es hier in die Linkskurve nach Labu. Und dann drehen wir hier relativ entspannt in Richtung Norden und haben jetzt auch noch knapp 6000 Fuß bis zur Reiseflughöhe. Alles Weitere wollen wir uns dann aber im nächsten Teil anschauen. Vielen Dank fürs Mitkommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, was hier auf dem Kanal so los ist.
Und ansonsten, wenn noch Fragen sind, lasst es mich immer gerne in den Kommentaren wissen. Auch wenn ich irgendwas vergessen habe, ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr mich das auch sehr, sehr gerne wissen lassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Teil wieder, wenn wir dann den Sinkflug und den Anflug nach Sylt vorbereiten und den Flieger dann landen bei hoffentlich wunderschönem Wetter. Macht es gut und always happy landings!